Herr Petri, Herr Petri. Wert? Wir sind, also er hat 158,4 und wir sind, haben 158,5. Was können wir rausschmeißen? Wir können den ganzen Stein rausschmeißen, komm. So, Fasern können wir rausschmeißen, Holz können wir rausschmeißen. Du kriegst mal einen ganzen Stack Fleisch mit oder zwei. Easy, der folgt uns auch nicht, ne? Die Commands sind immer noch gleich. I guess. Ja, er folgt mir jetzt. Okay, gut. Das lassen wir da brennen, weil wir wollen auf jeden Fall den Waldbrand auf der Insel provozieren. Was auch immer da dann brennen kann bei dem kleinen Stück. So, Fasern weg. Fasern, 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 Fasern. Die Berries. Keine Ahnung. Wir schauen mal, wie es jetzt aussieht. Und wie mache ich, dass er wieder aufhört? Oh ja. Es fühlt sich aber auch gut an. Cool. Viel besser als früher. Fühlt sich das an. Viel besser. Dann können wir losfliegen. Die Frage ist für den Argentavis-Sattel. Was bräuchte man da? Leder, Chitin. Ah ja. Da hätten wir dann ein bisschen zu wenig, aber wir kommen in eine Region, wo wir dann auf jeden Fall mehr bekommen. Wo ist das Feuer da? Theoretisch habe ich doch jetzt gelesen, dass man das jetzt wieder aufnehmen kann, ne? Ja, das ist ja cool. Das ist ja wirklich cool. Was wiegt das? Können wir das noch mitnehmen, ohne dass es uns irgendwie zu schwer ist? Da ist es, 4,0. Oder 4 Kilo. Ja, easy. Das heißt, theoretisch könnte ich auch das Floß wieder aufnehmen, ne? Das ist schon ziemlich chillig. Nehmen wir das auf jeden Fall mit. Den Kristall. Glas. Wasserglas. Da brauchen wir zwei. Das lernen wir mal. Dann nehmen wir zwei Kristalle auf jeden Fall noch mit. Dass wir uns gleich ein Glas machen können. Ich glaube, ich kann mir auch was abteilen hier, oder nicht? Stapel teilen. Eins abteilen. Noch eins abteilen. Haben wir zwei, das kommt wieder rüber. Zwei haben wir dabei. So. Ja, die Frage ist ja. Ich kann ja Pause machen. Ich kann mir Commands hin und her schieben, wie ich die brauche. Stamina ist eine Frage, deswegen fliegen wir erstmal hier rüber. Das weiß ich noch, dass wir, das auf, dass wir da aufpassen müssen. Genau. Und dann gucken wir mal, was wir da an Notes kriegen, was noch an meinem Kopf drin ist, was wir irgendwie mitnehmen können. Hier haben wir auf jeden Fall schon abgegrast, das weiß ich. Deswegen lassen wir die liegen. Das wäre sonst ein bisschen gecheatet. Auch wenn wir dadurch natürlich nicht mehr die... Er ist aufgestiegen, sehr gut. Dann würde ich sagen... Gehen wir auf Bewegungsgeschwindigkeit. Das habe ich nämlich eingestellt zum Beispiel, dass man Dinos wieder auf Geschwindigkeit leveln kann. Ich habe ja auch mich auf, selbst auch auf Geschwindigkeit gelevelt. Das finde ich ist schon ein gutes Feature. So, die hier vorne, die haben wir glaube ich gehabt, wenn mich nicht alles täuscht. Das Ding ist aber, dass dahinter, also hier so in dieser Richtung, da müsste auch noch eine sein. Dann nehmen wir die mal mit. Und am Strand vorne, bei Südzone 2 ist es, glaube ich, haben wir auch noch nicht alles mitgenommen. Digga, einfach ein Tier, zwei Tierichs. Da müssen wir ein bisschen auf die Ausdauer achten. Da ist ein Bari. Und ein Spino. Aber hier irgendwo rein müsste noch eine sein. Und dann können wir schon mal ein gutes Stück schneller voran. Ansonsten ist die... Alter. Warte mal. Ja, nee, sind Fliegen auf jeden Fall unterwegs. So. Ich weiß nicht, ob hier rein. Ist natürlich auch ein bisschen schwierig dann bei Nacht. Also, boah, ist super hell, aber jetzt ein bisschen dunkler auf jeden Fall. Aber hier bin ich der Meinung, war irgendwo eine. Ziemlich sicher. Das ist immer nur die Frage, ob man die dann halt wieder entdeckt. Irgendwo hier ist doch eine. Das, da ist er. Da war ein Raptor oder so. Ja. Notfalls finde ich die jetzt nicht, dann fahren wir weiter. Mit unserem... Warte mal. War da die? Nein, das ist einfach nur ein Strauch, der komisch aussieht. Das Ding ist halt für Leute, die wissen, wo die ist. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass hier eine ist. Ja. Die dann wissen, wo die ist und dann fliegt der mal so ganz dicht dran vorbei wahrscheinlich. Aber das Spiel sieht auch ein Müh anders aus als vorher.
irgendwo war, bin ich jetzt völlig deppert. Da war doch irgendwo mal einer. Oder ist die unten? Ich bin der Meinung, wenn man hier diesen Gang hochgeht, ist es ein normaler Raptor. Dann müsste die hier irgendwo gekommen sein. Und das ist glaube ich, der Raptor, der da in der Nacht aktiv ist. Und rumnervt. Gut. Dann... taktischer Zwischenlander. Oh, nein, das ist das, was ich meinte. Ich sehe nichts. Ich bin auf dem Boden auf einmal, okay. Jetzt wird's hier eng. Ich lande erstmal. Ich habe ja auch gar keine Rüstung an. Gefahr scheint vorerst gebannt zu sein. Okay. Ich fliege weiter. Ich finde die Note gerade nicht. Vielleicht finden wir noch die anderen bei Südzone 2, aber dann weiß ich definitiv... Nein! Die Aussage, ich habe doch gerade extra geguckt. Ich habe falsch gesehen. Oh mein Gott. Wir sind genau dahin geflogen, wo er war. Und er lässt sich Zeit ohne Ende. Ist das eine ätzende Scheiße. Oder ist die Auster... Da ist er. Wir fliegen schnell weg. Und eigentlich fliege ich gerne an, dass ich bin so blöd, dass ich hier jetzt durch die Landmittel fliege quasi. Rex, ne? Oder... das sind doch zwei Rex, aber das ist eine Allo. Was ist denn hier los? Ja, sorry. Ich versuche mal eben hier schnell rüberzukommen. Und irgendwo nochmal sicher zu landen. Was war denn da jetzt los? Das waren doch Allos und Rexe auf einmal, oder was? Also die Dichte an... Digga, ich wollte schon sagen. Hier oben, Leute. Da war dann jetzt ein Raptor mit einem roten Kreis um sich rum. Aber er lässt sich wieder so zeitig. Ich wollte noch im Stein landen. Terry. Der Raptor, das war jetzt aber kein Alpha-Raptor, ne? So nah am Strand. Und hier wieder... Ja, komm. Danke. Nee, du kommst jetzt auch nicht und greifst mich an. Flieg mal eine Bahn um mich rum und dann ist gut. Ich glaube... Ja, Ausdauer ist auch nochmal ein guter Call. Oder Bewegungsgeschwindigkeit, ne? Weil wir ja dann mit weniger Flügelschlägen weiter vorankommen. Jetzt ist mir kalt. Eben war mir die ganze Zeit heiß. Jetzt ist mir kalt. Also zwei. Zwei auf jeden Fall. Wenn wir die jetzt hier nicht kriegen unten. Die habe ich ja eben. Das ist eine Woche her. Die habe ich ja letztes Mal auch nicht gefunden. Die ich jetzt hier anpeile. Also zwei habe ich eigentlich nicht gefunden. Eine müsste hier vorne sein. Hier war bestimmt auch noch irgendwo eine drin. Also es müssen ja super, sowieso super viele hier auf der Map sein. Aber wir gucken mal. Dann ist das jetzt hier der verspätete Note Run. Ich muss auch auf die Ausdauer gehen, das ist ja super nervig. Jetzt bin ich Level Up oder was? Nee. Das hörte sich nicht gesund an, hinter mir gerade. Resistent. Ist ein guter Call. So, hier sollte auch eine sein. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, auch immer noch. Hier wurden wir weggeklatscht, dann von einem Trike. Aber die haben die doch nicht irgendwie nach oben da draufgepackt oder so, oder? Oder ist die hier drin? Aber hier bin ich doch durchgelaufen. Ja, hier scheint es erstmal kurz safe zu sein. Wir tanken einmal kurz Ausdauer. Weil das wäre auch mal eine... Gut, hier scheint es doch nicht safe zu sein. Das wäre nämlich mal eine Information... eine wertvolle, ob sie die umgebaut haben teilweise auch. Aber hier ist keine oben drauf. Aber wir können die von oben mal so ein bisschen scannen. Und da sind diese ganzen mistigen Vögel, ne, die einem wieder das Inventar wegnehmen wollen. Aber hier war doch sonst immer eine. Also sehr sicher. Sehr, sehr sicher war hier eine. Oh, runter. Aber wo?
Oder ich täusche mich halt komplett, ne? Und hier war nie eine, aber ich bin der Meinung, hier habe ich immer eine mitgenommen. Wir fliegen rüber. So. Hier müssten drei drauf sein. Ich bin mir bei einer sehr sicher, dass wir die mitgenommen haben. Bei der anderen weiß ich es nicht. So, wenn ich jetzt eine mitnehme und die hatten wir schon, dann... Ja, weiß ich auch nicht, Alter. Schreibt's in die Kommentare. Und dann ist gut. Ich habe mir jetzt nicht aufgeschrieben, welche wir mitgenommen haben. Ich weiß, dass wir hier die... Also hier war doch... Ich bin noch weiter oben. Das ist ja zum Beispiel auch neu, ne? Das gab es also vorher nicht. Deswegen kann es natürlich auch sein, dass Sachen verschoben worden sind. Eine Note. Hier ist sie nicht. Und zwar ist sie zwischen so Steinsäulen. Und die hatten wir definitiv. Und dementsprechend werde ich die nicht mitnehmen. Da sind wir jetzt aber auch schon, glaube ich, dran vorbei, ne? Ja. Ich glaube schon. So, und dann war immer eine... Dann war immer eine hier irgendwo. So am Anfang vom Strand. Also in dieser Biegung sozusagen. Und bei der bin ich mir jetzt nicht sicher, ob wir die genommen haben. So, und ich bin auch der Meinung, wenn ich das jetzt wüsste. Beziehungsweise wenn ich die genommen hätte, dann müsste ich auch wissen, wo sie ist. Die war hier irgendwie immer am Anfang so ein bisschen versteckt. Das ist das Ding, was ich meinte. Okay, das ist nicht, also das ist nicht die, die ich jetzt hier haben wollte. Das ist die, die ich meinte, die wir genommen haben. Auf jeden Fall letztes Mal. Und dann war doch hier immer eine, oder nicht? Hm. Es wird so der traurigste Note Run ever. Mit, also hier war auf jeden Fall eine, ich bin mir ganz sicher. Einfach so. Ja, Nico ist mittlerweile 80 Jahre alt und dement. Und glaubt einfach, dass überall mal Explorer Notes waren. Ha. Ja, notfalls ziehen wir halt weiter. Was willst du machen, ne? Okay, Nacht geht aber relativ schnell rum. Let's go, wir fliegen weiter. Gott, jetzt fange ich an zu zweifeln. Also hier drin habe ich mal meinen ersten... Es sieht ja halt wirklich alles anders aus. Also da vorne habe ich quasi meinen ersten Para dann auch gezähmt und so. Also meinen allerersten. Ist egal, wir fliegen weiter. Auf dem Berg müssten welche sein. Muss ein bisschen Ausdauer gleich tanken und so. Und es ist auch kein offizieller Note Run, ne? Also, wenn ihr euch das anguckt bei PvP-Spielern und so, die machen da ihren Run. Und sterben ja auch zwischendurch, ne? Weil es das dann einfach lohnt, da ohne was zu ziehen. Das ist ja, sind wir gerade bei der 30-Frame-Geschichte so ein bisschen am Einbrechen. Geht aber wieder. Also die sterben zwischendurch, weil sie nichts zähmen und so, und es einfach nur darum geht, schnell den Charakter zu leveln. Das sind keine Schlangen, oder? Ist das eine Schlange? Nee. Das ist eine Wurzel, ich wollte gerade sagen. So, das sieht doch hier, diese Wand sieht doch eigentlich prädestiniert dafür aus, dass hier eine Note hinter ist. Aber ist nicht. Oh, und ich müsste Ausdauer tanken. Damit mich der Theorie nicht gleich auseinander nimmt, der da oben ist. Also hier war vorher auch keine, ne? Das nur mal, da bin ich mir sehr sicher, dass hier keine war. Die ist weiter oben. Und es sieht halt alles echt ein bisschen anders aus. Raptoren wieder. Also hier geht's hoch. Das ist richtig so. Hier sind die ersten Metall-Nodes und auch Kristall müsste hier oben sein. War jetzt. Da, ja, ja, das ist ein bisschen Kristall. Und dann ist hier die erste Note. Sehr schön. Endlich nicht mehr hier am Fahren. Ich habe immer versucht, eine strikte Neutralität, wenn es um tribale Sachen geht. Aber dann wieder, ich habe nie ein Offer so tempting von jemandem so respektabel wie Mr. Nerva.
Not only has he offered to provide me with test subjects, but he has also expressed a mutual interest in investigating the obelisks. All he asks from me is that I provide him with reliable counsel. I would trust few tribes to be able to make good on such promises, but Mr. Nerva's new legion is perhaps the most powerful tribe on the island. Indeed, if they maintain their current trajectory, they may be the only powerful tribe on the island. His offer is worth considering, at the very least. Die Note hier hasse ich, sag ich jetzt schon. Weil die ist auch wieder in so einem alten Konstrukt drin. Digga, das laber ich in einer Ruine, ne? Also ich meine eine Ruine. Sie ist in einer Ruine. Und die finde ich immer sehr, sehr schwierig. Die ist nicht so offensichtlich, finde ich. Na, warum was denn? Wir sind ja auch zumindest erstmal mit dem Petri gelevelt. Oh, das sind wieder Raptoren oder so, die da Gas geben. Theorie? Da habe ich jetzt nicht so Lust drauf. Das habe ich mir leider nicht gemerkt, wo die ganz genau ist. Die ist auf jeden Fall in der Ruine. Wir fliegen weiter. Ich glaube, ich bin zu weit nach unten auch schon, ja. Guck nochmal von hier eben rein. Und dann einfach nur straight up reinfliegen. Mal gucken. Landen wir wieder an Spino? Landen wir hier mal zwischen? Und dann fliege ich einmal eben hoch, dann vielleicht finde ich die nochmal. Wer schmatzt hier hinter mir? So ein bisschen langsam. Die kann ja auch, also die ist schon gut versteckt auf jeden Fall. Also ich habe immer jedes Mal meine Probleme, die zu finden. Aber die hängt einfach in der Ruine drin. So viel steht fest. Ja, komm, wir fliegen weiter. Dann verschwenden wir keine Zeit von der anderen Note, weil das wäre jetzt ja gut, den nächsten einzusammeln. Ja. Das hier ist Sumpfgebiet. Das war irgendein lautes Geräusch von irgendeinem Dino. Ja, Spino. Cool. Hier oben war, glaube ich, keine drauf, aber wir gehen jetzt quasi zu einem Base-Spot aus, wie habe ich es denn genannt? Ark Storytime. Da gehen wir jetzt hin zu einem Spot. Und da sind auf jeden Fall welche. Da bin ich mir auch sehr sicher. Wie bei allen anderen Notes auch. Bin ich mir da ganz sicher, wo die sind. Fürs Erfolgserlebnis nehmen wir jetzt erstmal die ersten mit. Und schauen von da aus weiter. Ich müsste auch noch eine mal 4 haben. Und dann gucken wir mal. Es geht ja auch so ein bisschen darum, noch mich zu leveln. Ich bin ja auch noch nicht maxed out. Und ich habe ja auch das Level Cap runtergesetzt. Also nicht das Cap runtergesetzt. Ich habe... Digga, was das ist dieser ganz neue, ne? Also was heißt ganz neu? Ein bisschen, der so Eier in einen reinlegt und keine Ahnung, Mann. Gerade dieses Flatter wieder unten. Da habe ich ja tatsächlich Lust drauf, da irgendwie mal zu landen. Ich habe natürlich nicht das Level Cap runtergesetzt. Ich habe die Geschwindigkeit, wie schnell ich Level runtergesetzt. Das ist das, was ich sagen wollte. Und die Map sieht halt hier und da ein bisschen anders aus. Deswegen ist die Orientierung noch ein bisschen schwierig. Und ich hoffe einfach mal, dass wir jetzt hier zwischenlanden können, weil ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, da sind direkt zwei Schlangen. Cool. Fiomir haut ab. Noch eine Schlange. Dilo. Ja, okay. Komm. Ich gehe einmal runter. Ja, sicherlich.
Und dann gehen wir einmal hoch. Schon mal, um uns ein bisschen aus dieser Gefahrenzone, das ist ja direkt Sumpfgrenze, rauszubewegen. Dann landen wir hier. Haben einen ganz guten Überblick. Und dann ist, das ist hier der Spot, ne? Also hier waren wir auf jeden Fall unterwegs in der Ark Storytime Zeit. Und wir hatten hier die erste Base. Quasi, dann sind wir irgendwann durch die Serie unterbrochen und sind wir zum grünen Obi. Und ja, da gab es ja keine Base mehr in dem Sinne. Viele Raptoren auch unterwegs und so, ne? So, nur für das Feeling, hier ist definitiv eine. Und die ist auch wieder hier. Oder was? Da ist er. Habe ich sie weggeklickt? Kommt jetzt nichts mehr? Oder war das einfach... Was ist das für ein dichter Wald hier auf einmal? Ja, guten Morgen. Guten Tag. Schön, dass du auch dabei bist. So. Weil dann, je nachdem, jetzt habe ich erstmal auch ein Level. Wir gehen in Resistenz nochmal rein. Und hier haben wir auch ein paar. So, doppelte Ausdauer haben wir, glaube ich, jetzt insgesamt schon mal. Rest geht auf Speed. Ja, Ausdauer sieht auch gut aus. Ja, sicherlich. Klar. Hier ist er, ne? Warte mal, was ist das? Hat sich hier alles verändert? Das könnt ihr nicht einfach machen. Also mittlerweile frage ich mich echt, ob Nodes einfach umgesetzt worden sind. Hier war doch immer so ein Pillar in der Mitte, wo man rauffliegen konnte. Und da war dann eine Node drauf. Die kennt doch jeder. So, aber das ist ja auch kein Pillar mehr, auf dem man rauffliegen muss. Ah ja. Well, this seals it. Just when I thought I'd made some sense of the notes I took while visiting the painted sharks, I spotted the nail in the proverbial coffin. Roos. A whole herd of giant roos were just hopping about the countryside like they'd always been there. As much as I love roos, they just shouldn't be here. Period. They evolved in Oz and Oz only. 60 million years after the dinosaurs went extinct, among a bevy of other marsupials. If I know any genus, it's this one. And Prosopodon should not exist here. This island isn't an ecosystem. It's a zoo. Immer noch cool, dass es eingesprochen wird. Ja, was soll ich sagen? Ich hatte recht, da ist eine Node auf jeden Fall. Hm, cool. Ein Tyrannosaurus Rex. Hier ist auf jeden Fall auch... Genau, hier, das haben sie nicht geändert. Sehr gut. Das steht nämlich so halb im Wasser. Dann latscht man hier rein. Didochirus custosaxon is one of the island's non-aggressive herbivores, generally found in the mountains and grasslands. Large and well armored, it has a supply of fat under its plates to keep it warm and fed in the cold. Didochirus has adapted well to the dangers of the island, perhaps even better than the Ankylosaurus. Didochirus has two very different reactions to predators. Against smaller foes, it generally uses its spiked tail to inflict as much damage as possible. Against larger predators, however, it pulls its tail underneath itself to form a solid armored ball that is nearly impossible for creatures to pierce, from which it can actually roll away to relative safety. Didochirus is a highly prized work animal on the island. Its spiked tail is ideal for quickly shattering the large rocks. So Didochirus is a very efficient quarry worker. In addition, its affinity for rocks has allowed it to carry stone at a reduced weight. In case their quarry gets raided, Didochirus riders have a very difficult to kill mount. Beste Note im Spiel natürlich. Ich habe meine ursprüngliche Route völlig aufgegeben. Ne? Also das möchte ich an der Stelle nur einmal transparent machen. Ich fliege jetzt einfach so, wie mir die Dinger einfallen. Ich bin so verwirrt von dem Spiel. Weil es sieht schon irgendwie alles anders aus. Aber dann habt ihr so, keine Ahnung, je nachdem, wo ihr baut und so, wisst ihr so ungefähr,
wo vielleicht noch die ein oder andere Node ist, falls ihr nochmal ein bisschen was leveln müsst. Und ein Dino vielleicht kurz pushen müsst oder was auch immer. Wir sind jetzt hier quasi links vom Base-Spot, den wir hatten in Storytime. Und dann müsste hier auf jeden Fall auch eine liegen. Ja, hier. Und von da aus einfach hoch. Also ich habe die Aufwärts geklickt und ist die einfach nicht synchronisiert. So. Aber nicht nur einfach hoch, weil das Ding ist, hier ist auch eine gewesen. Und zwar wieder in... Der stand irgendwie ein bisschen komisch aus. Und zwar wieder in so einem... In einer Ruine. Die müssen wir kurz finden. Hier. Ha, geil. Onychonycterus bacuncola is one of the few omnivores I've seen on the island. They seem to live primarily off the mushrooms and moss within the caves, but they attack almost any non-insect on sight. They avoid Titanoboa whenever possible, which leads me to believe the snake to be a natural predator of Onychonycterus. While flying in the dark caves would be difficult for any creature, Onychonycterus' ability to use echolocation has allowed it to adapt perfectly. It can be found idly flying around the caves, as often as it can be found hanging from bits of the cave ceilings. Not large enough to be used as mounts, and not strong enough to carry much, Onychonycterus still functions well as a guard animal. Whether protecting a vacant home or members of a tribe, their relatively vicious nature has its uses. So, das Ding ist, irgendwo ist hier noch eine Vierer-Node auf jeden Fall. Die ist an einer Klippe. Und das ist so ein Terminal auf jeden Fall. Ich habe noch zwei davon. Zwei, ja. Und ich glaube, das ist hier irgendwo in der Nähe von diesem Wasserfall. Also von dem Fluss, wo wir gerade waren. Wo wir die Ruine hatten mit der Dödi-Node. Und irgendwo... Ich bin mir aber nicht sicher. Hier läuft ja der... Das ist immer die, die ich vergesse quasi, ne? Also, ja. Das ist natürlich nur die einzige, die ich vergessen habe. Aber irgendwo läuft dieser Wasserfall lang. Also hier kommt er gleich raus. Oder der Fluss. Und dann ist da doch eine Vierer-Node irgendwie an der Wand. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die so weit oben war tatsächlich. So, ich weiß, dass du zum Beispiel im, wenn du zu Fuß unterwegs bist, musst du dich da so ganz komisch rauffallen lassen, damit du die Plattform überhaupt triffst, sonst fällst du durch. Das ist aber hier nicht. Ich kann mich auch täuschen. Oder es ist halt viel weiter wieder runter, die Karte sozusagen. Aber war hier nicht auch mal eine? Hier war auf jeden Fall auch noch irgendwas. Ich glaube, in dieser mittleren Schlucht, durch die wir geflogen sind, wo die jetzt die... Da konntest du früher durchgucken. Und jetzt sind da ja so Felsen mit drin, ne? Wir fliegen nochmal... Oh, nein, das will ich natürlich gar nicht. Einfach absteigen. Wir fliegen nochmal hier das Stück lang. Weil die wäre jetzt wichtig, die Vierer-Note. Die würde auch meinem Charakter mal etwas bringen. Also der Petri ist ja mittlerweile gut durchgelevelt. Ich habe auch später 3 Punkte noch on top. 200er und dann gehen wir... Ja, wir gehen erstmal auf Leben. So, und dann schauen wir mal. Ich kann auch nochmal eben ein bisschen was essen und so. Die hätte ich noch ganz gerne auf jeden Fall. Aber ist die so weit vorne? Ich bin mir da echt unsicher, ey. Die ist auf jeden Fall so, dass du von da aus ins Wasser fällst, falls du die nicht triffst. Und ich weiß, ich war ja, boah, wann war das, 2022, 21, als das letzte, also als Genesis 2 rauskam. Ja, da war ich ja im Sarazar PvP-Projekt mit dabei und bei G-Time. G-Time haben wir nicht so viel gespielt. Aber ich weiß, dass ich diesen Node eingesammelt habe, um zu leveln und bin dann stuck gewesen im Felsen. Und Tilorius heißt er, glaube ich, ist vorbeigekommen und hat mich da rausgeholt. Weil ich da den Stein nicht abbauen konnte. Ich hatte nur eine Hand quasi. Aber hier ist es auch, glaube ich, nicht, oder?
Wenn ich die jetzt nicht finde, dann fliegen wir von hier aus weiter zum Vulkan. Da müsste auch eine Vierer-Note sein. Und dann können wir von da aus auch weiter Richtung Paradies fliegen und so ein Kram. Da kriegen wir auch noch genug Notes. Und wir können dann auch diesen Gigaberg, sage ich mal, ja, wo man Gigas hier ganz gut antreffen kann, da können wir auch noch hin. Wir kriegen auf jeden Fall eine Vierer-Note. Ich hätte die jetzt nur ganz gerne. Weil ich exakt weiß, also nicht, wo es ist, aber wie das Ding aussieht. Das ist eben so ein Terminal, ne? Oder ist das hier irgendwie? So eine Klippe ist das halt, aber von hier aus fällst du ja nicht ins Wasser. So eine Klippe ist das und da muss man dann so runter sliden. Im Liegen am besten, damit du da raufkommst. Mit einem Petri ist das natürlich ein bisschen geiler. Und ich mache das auch immer mit einem Petri. Weil A, sind wir im Singleplayer, also ist eh egal, ob ich anfangs halt direkt schon Level 80 bin oder nicht. Und ich kann dann einfach die anfliegen, die ich kenne, ne? Weil ich habe ja keine. Ich habe ja. Das ist hier nicht. Ich habe ja keine Route im Kopf sozusagen. Von diesen krassen Node Runs. Aber ist es. Es ist nicht hier, Alter. Das ist niemals hier in dieser Schleise. Schleise! In der Schneise mit drin. Es muss irgendwo hier in der Nähe sein, aber so, dass man eigentlich Richtung Wasser fällt, wenn man da weg ist. Ja, wer da Bescheid weiß, klärt das bitte in den Kommentaren auf, das wäre mega nice. Für andere, die suchen. Also hier ist es auf jeden Fall nicht. So viel kann ich schon mal sagen. Sound immer noch geil und beeindruckend irgendwie. Ich glaube, hier ist auf jeden Fall noch eine Note. Die nehme ich jetzt mal aus Zufall mit, ne? Geht's hier hoch? Und dann ist die da unten, glaube ich. Nein, ist da nicht so aus. Ich glaube, sie ist noch einen weiter oben dann. Hier irgendwie. Es macht mich wahnsinnig. Ich bin mir sehr sicher, dass hier eine ist. Die hat nämlich Saraza gebaut im Projekt. Und ich weiß, dass wir da in die Richtung gekommen sind, auf jeden Fall. Und dann direkt in so einer dicken Base waren. So, Freunde, seht ihr das?